Dreck. Oh, Mist. Ja, zieht ihr mal den Kopf ab, während ich angeflogen komme. Wieso nicht? Ja, schon wieder. Mistvieh. Nein, weg da. Nein, kriegst mich nicht. Ach, scheiße. Jetzt habe ich das voll vergeigt. Voll vergeigt. Autsch. Lass mich. Nein. Jo. Ist klar. Nein. Lass mich. Wow. Lass mich. Ja, komm. Jetzt macht er wieder. So. Jetzt muss ich den aber mal erledigt kriegen. Aber der wird wahrscheinlich noch eine Stufe haben. So, eins. Zwei. Hoffentlich echt nur dreimal. Drei. Jupp, dreimal. Weg, weg, weg. Achso. Jetzt macht er wieder das. Jetzt geht er wieder ran. Kann man einmal hinfliegen. Jo. Das ist so nervig. Autsch. Ja, komm, nerv mich. Ja. Oh. Ja, komm. Nein, kriegst mich nicht. Nein. Nochmal schnell heilen. Puh. Autsch. Nein, lass mich. So. So. Jetzt aber. Hey, was soll das? Was sollte das? Wie behindert ist... Ah, so. Oh, geht doch. Und geköpft. Geschafft. Yay. Der goldene Schädel. Der Preis, den du in den... Sprachfehler FTW. Der Preis in den... Mein Gott. Der Preis, den du in der goldenen Arena bekamst. Cool. Wir haben es geschafft. Und das Ding liegt natürlich voll im Weg. So, noch mehr. Mist. Was wir wahrscheinlich nicht gebrauchen können wieder. Ui, cool. Nehmen wir das. Okay. Das ist alles ein Mist. Okay. Handschuhe. Schlecht. Schuhe. Ja, das geht alles andere runter. Ich behalte die. Okay, da haben wir den Schädel. So, wie kommen wir hier jetzt raus? Da. Ja, habe ich doch geschafft, ne? Edge. Aber jetzt hast du den Weg wieder zurückzurennen. Ach ja. Speichern. Na, Gegner. Wo seid ihr? Nein, so. Aber die labern nicht, ne? Naja. Egal. Asche, was siehst du? Ja, ja. Asche, was siehst du? Gar nichts. Da habe ich schon erledigt. Jetzt hat er es wieder zurück. Nur, dass die Statuen nichts sagen, ist komisch. Naja, egal.
Jo, das habe ich mal wieder super hingekriegt. So blöd bin auch nur ich. Naja. Boah, hier spackt die FPS gerade so ein bisschen rum wieder. Warum auch immer. Egal. So. Zack. Einmal drehen. Nochmal drehen. Und durch die nächste Tür. Dann heißt das wieder nach oben laufen, ne? War das nicht problematisch, weil die kaputt ist? Die Treppe? Oder müssen wir unten durch? Ich habe keine Ahnung. Ich schau mal. Ich weiß es echt nicht mehr. Ach ne. Schon in Ordnung. So. Dann wollen wir mal. Ach ja. Na, immer noch da? Nö, der ist schon wieder weg. Mal hier, mal dort. Mal nirgendwo. Der haut immer ab. Na, drei Versuche wie jedes Mal irgendwie bei mir. Ich hab keine Ahnung warum. So. Nein, ich hätte es ja leichter machen können, einfach runterspringen. Aber egal. Machen wir das umständlicher. So. Zack. Okay, speichern wir noch einmal. So. Der ewige Thron. Yeah. Ewiger Thron. Ewiger Thron. Hi. Der fahle Reiter. In Fleisch und Blut. Ja. Zack. Beeindruckend. Das. Danke. Speichern. Hey, cool, du bist auch da. Jetzt ist er hier. Sieh dich nach Belieben. Naja. Kann ich irgendwas an dich verkaufen? Ui. Ich habe ja ordentlich was zu verkaufen. Stimmt ja, da war ja was. Dim, dim, dim. Zack. Das weg. Die brauche ich nicht. Ja. Die brauche ich alle nicht. Das brauche ich nicht. Das behalte ich. Okay. Die kann ich nicht verkaufen, alles klar. Hier könnte ich mir was Neues holen wahrscheinlich, ne? So. Hier noch was, irgendwas? Nö, die sind ja alle so zu schlecht gewesen, ne? Außer das hier. Naja. Das. Ach komm. Ich weiß, was ich jetzt erstmal mache. Ja, ja. Kaufen wir die letzten beiden Dinger. Folios Prophezei. Folios the Potenzial. Ein volles Potenzial. Mögest du am Blut deiner Gegner zehren. Ja, cool. Hi. Wie war das jetzt? Was hast du hier noch so Schönes? Das ist viel zu teuer, das kostet 6000 Schuhe. Okay. Wohl. Nee. Könnte das hier nehmen. Komm. Einmal das. Was hast du noch so Schönes für mich? Nichts mehr wirklich, ne? So. Nehmen wir das hier. Zack. Okay. Nochmal anquatschen. Wieder verkaufen. Das, was ich nicht brauche.
Ach ja. Was hören auch solche Tränke, ja, ne? Ja, da. Ich weiß, du wirst. Zack. 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 Okay. Speichern. Und weiter geht's. Jetzt sollen die mich auch durchlassen. Hi. Ich hatte so sehr gehofft, du würdest nicht zurückkehren. Was ist nun mit dem Champion der Arena? Er wird dich nicht mehr unterhalten. Nein, unmöglich. Ich glaube, dein König wird mich jetzt empfangen. Ich kann dich nicht abweisen. Stufe aufgestiegen. Die Macht ist größer geworden. Der Tribut des Königs. Da lag was. Du stinkst nach den Lebenden, Reiter. Nach längst fälligen Seelen. Du bist hier nicht willkommen. Schade, ich fing gerade an, es hier zu genießen. Dann bist du noch nicht lange hier. Milliarden Seelen bevölkern mein Königreich. Die ganze Menschheit heult nach Vergeltung. Doch ich sehe, du bist mit solcher Musik bereits vertraut. Was willst du denn von mir, Reiter? Zeig mir den Weg zum Quell der Seelen. Was willst du dann dort? Macht über Leben und Tod? Oder hoffst du auf Absolution? Bruder Mörder, ich frage mich, wo die Seelen deiner Brüder sind, denn sie haben mein Reich niemals passiert. Dein Reich braucht wohl kaum weitere Untertanen. Wohl wahr. Und doch muss ich mich dem Geschmeiß ohne meine Fürsten stellen. Das ist nicht mein Problem. Mach es zu deinem Problem. Dann erfülle ich dir deine Bitte. Finde meine drei Fürsten der Toten und erwecke sie aus ihrem Schlaf. Das wird sie dir gefügig machen. Bring mir die Fürsten zurück, damit sie die Last mit mir teilen. Okay. Zu Befehl. Ah ja, toller Erfolg. Hat mir noch was? Ich würde sagen, ich hau hier noch einen rein. Hey, ich will speichern. Naja, geht irgendwie gerade nicht. Interdiktion. Gib den Trail das Kommando über die Fürsten der Toten von den toten Ebenen. Ah ja. Was haben wir hier? Relikt von Etugos. Ein gewöhnliches Relikt des Hauses Etugos. Eine edle Familie mit starker Bande zur Magie verkauft das Relikt an Ostergott, um eine Belohnung zu bekommen. Ja, Kohle. Ich weiß. Enttäusche mich nicht, Reiter. Sonst wirst du niemals zum ewigen Thron zurückkehren. Und dein Bruder wird für dich verloren sein. Was weißt du von meinem Bruder? Das siebte Siegel wurde nicht gebrochen. Er jedoch schon. Seine Seele hat dieses Reich passiert. Sie brannte vor Agonie. Jetzt kühlt sie sich im Abgrund ab, umgeben von Nichts und Stille. Schon bald wird der feurige Rat sie von seinen Zähnen kratzen. Mit deiner Hilfe wird das dem Rat verwehrt bleiben. Du musst mir verraten, wie man den Quell erreicht. Ich bin diese Ablenkungen allmählich leid. Wenn du antworten willst, warum nimmst du sie dir nicht? Auf diesem Weg dienst du nicht dem Gleichgewicht. Und deshalb wird dir deine rechtmäßige Macht verwehrt. Bis du sie hast, stehst du unter mir. Du wirst mir vergeben, Herr, wenn ich mich nicht verneige. Warum haben deine Fürsten den ewigen Thron verlassen? Sie sind auf das aus, was sie nicht haben können. Etwas, das hinter Tod und Leben liegt.
Vergessenheit. Die Feiglinge behaupteten, sie würde sich bereits ausbreiten, an den Rändern unseres Reiches nagen. Nachdem ich sie bestraft hatte, flohen sie in ihre armseligen Festungen.